gespannt, wie es Jonas Hector geht. Der ist auch bei Sebastian Bienisch. Jonas, 0:1 ins Spiel in der Relegation. Lassen Sie einfach Dampf ablit. Gerne. Wie soll ich denn jetzt hier Dampf ablassen? Okay, dann frage ich anders. Es ist immer schwierig zu fragen, wie groß die Enttäuschung ist. Ist dieses Ergebnis ein gerechtes oder ein ungerechtes? Über das Spiel gesehen würde ich sagen, wäre nur entschieden gerecht gewesen. Also ist jetzt mein Empfinden aus dem Spiel raus. Steht aber 0:1. Wie sieht es in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich? Immer diese Scheißfragen. Das ist leer. Ja, also das ist ja Ihr Job. Ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Das Ding ist, ich bin nicht leer. Ich habe gerade 90 Minuten gespielt. Ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben aber am Samstag die Möglichkeit, das besser zu machen und das Ding zu drehen. So, dann frage ich jetzt vielleicht noch eine dumme Frage zum Schluss. Wie sehr wird dieses mentale Arbeiten jetzt wichtig, bis Samstag die ganze Zeit sich zu sagen, es ist nur eine Halbzeit rum, es geht noch was? Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort. Gut, danke Jonas.